Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und heute bin ich wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Strapazen und für dieses müssen wir Akadama im Antoros, dem brennenden Thron, auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir eine Manifestation des Teshalach getötet haben. Und diese erhalten wir, indem wir ein wenig mit diesem kleinen Edge spielen. Und zwar seht ihr hier gerade diese Kombi, die wir am Anfang haben. Die wird nämlich noch wichtig, denn wir müssen eins von diesen kleinen Feuer-Eds, dass die gleich spawnen werden, also sprich nicht diese großen hier, sondern die kleinen, müssen wir buffen, indem wir diese Hits in diese Feuer-Eds reinhauen. Hört sich einfach an. Ist es auch, aber diesmal muss der komplette Raid mitziehen. Denn es funktioniert folgendermaßen. Erstmal bannt ihr, wir sind hier im Normal, also wir müssen die Ads grundsätzlich nicht CC'en, im HC muss man sie ja CC'en. Wir bannen aber ein Ad weg, und zwar ist das bei X. Und da müssen wir jetzt gucken, dass der Boss nicht rangezogen wird, aber dass er nah genug für seine Hits da ist. Und sobald er seine Super-Kombi da macht, also sprich erst den Tank-Hit, dann den Gruppen-Hit, Tank-Hit, Gruppen-Hits, ich denke mal, das dürften die meisten hier kennen, ist es so, dass diese ganzen Hits das Add abbekommen muss, dass es quasi gebufft wird. Und zwar seht ihr hier der Single-Hit, zack, kommt er, hat das erste Add den Buff. Dann der Multi-Hit muss auch abgekriegt werden, deswegen läuft die Gruppe davor und das muss man quasi zweimal machen. Also sprich, erst dreht der Tank ihn zum Add, kriegt das Add den Hit ab, dann läuft die Gruppe davor, dass das Add wieder den Hit abkriegt, also sprich, anders als sonst dreht der Tank ihn ja um und hier muss die Gruppe das machen und das macht man quasi zweimal, also beide Kombis gehen hier rein und dann hat das Add von jedem quasi zwei Buffs, also vom Single-Hit als auch vom Multi-Hit. Es muss aber insgesamt vier Buffs haben von jedem, also sprich, man muss zwei komplette Kombis reinlaufen lassen. Ihr seht, es läuft die Gruppe wieder davor, jetzt macht das der andere Tank, Single-Hit und dann wieder der Multi-Hit. So, jetzt hat es vier Buffs und jetzt muss man es rauslassen aus dem Banish und dann verwandelt sich. Ihr habt kurz gesehen, da war es verwandelt, ist auch sofort tot, also es hat nicht viel Life. Und ganz wichtig ist für die Tanks, ja, das hängt auch hier ein bisschen von den Tanks ab, immer auf der anderen Seite rauslaufen, wo das Add nicht ist. Weil selbst wenn es gebanished ist, also selbst im gebanischten Zustand, wo es eigentlich immun gegen alles ist, kann der Kackboss diesen Scheiß soaken. Und das wollen wir nicht. Also das Add darf auf keinen Fall gesoakt werden. Man muss den Boss relativ nah ranziehen, dass das Add diese Hits abkriegt. Zudem muss man gucken, wenn der Gruppenhit kam, wird der Tank ja weggeschleudert, wie die Gruppe, also sprich zu diesem Add hin. Da muss der andere Tank instant abspotten oder der Tank, der geschleudert wird, ranchargen, wenn er das hat, oder springen, je nachdem, was er an Möglichkeiten hat, dass dementsprechend der Boss kein Stück zu dem Add hinläuft, sonst wird es auch gesorgt. Und das mit dem End, also das den Bann aufheben, das muss wirklich schnell passieren, denn auch im NHC gibt es einen internen Cooldown, dass das Add nach, ich glaube auch nach diesen 180 Sekunden hochgeht. Und etwa 3-4 Sekunden, nachdem der letzte, also diese zweite Kombi durch ist, wo es vier Stacks hat, würde das von sich aus explodieren, selbst wenn es im Banish ist. Und das Add verwandelt sich aber trotz vier Stacks im Banish nicht. Also es gibt keine Verwandlung im Banish. Das heißt, die Kombi muss durch sein und sofort dann muss er rausgeholt werden. Das war bei uns so ein bisschen die Problematik, dass quasi das Add, ja, beim ersten Mal, wo wir das getried haben, dann nicht rausgeholt worden ist. Das wussten wir nämlich nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Add dann nochmal rausholt. Vielleicht für den einen oder anderen Hexer, der das nicht weiß, wenn man auf ein gebanntes Ziel ein zweites Mal Banish draufkast, also Bannung, dann ist es so, dass es quasi dann entbannt wird, dann kommt es raus und dann in der Sekunde verwandelt sich und dann batscht man es einfach um und dann den Boss. Also das war es eigentlich, ja. Sonst könnt ihr den Boss nach dem komplett normal runterspielen. Ihr müsst dann nicht mehr die Gruppe vor den Boss schicken, sondern könnt einfach den umdrehen, also wie ihr es auch schon gewohnt seid. Und sobald der Boss dann quasi im Dreck liegt, ploppt dann auch hier, wie ihr seht, das Achievement auf. Und das Achievement, ja, habt ihr dann eingeheimst und dann fehlt nur noch das vom Endboss. Und dann sind wir soweit auch durch. Das ist hier wirklich so ein bisschen ein Tankfight, beziehungsweise mal wieder Hexenmeister, die sind hier in der Raid-Instanz sehr beliebt, nehmt auf jeden Fall Hexenmeister bei eurem Achievement-Run mit. Ja, das war's soweit mit dem Achievement-Video, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein wenig weiterhelfen, sollte es der Fall sein, gebt mir die Daumen nach oben und falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, euer Chilla, bis zum nächsten Mal, ciao!